Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Skyline Plux Adventure on Clover Island. Wir sind zurück wieder in dem Spiel. Und ja, letztes Mal waren wir dann hier, aber sind gestorben. Weil die Typen hier ziemlich nervig sind. Und uns die ganze Zeit Schaden machen. Und das war gerade sehr, sehr knapp. Ja, ja, was auch immer. Ja, wir sind sehr weit auf dem Berg oben. Mal aufzureden. Ich rede hier gerade. Was soll das? Auf jeden Fall, wir sind hier oben. Und schauen hier runter. Das ist krass. Gehen wir weiter hoch. Wir sollten noch mehr Kristalle sammeln, denn wir müssen noch mehr Gefängnisse finden. Denn Gefängnisse, das ist der krasse Scheiß. So, wir haben wieder Leben bekommen. Das ist gut. Wir können hier runterschauen. Ja, das sind wieder, wir waren hier vorher. Das war die Stelle mit dem Gefängnis da unten. Also wenn ich hier runterfällt, ist halt nicht so geil. Wenn ich hier runterfalle, bin ich dort, wo ich hier am Anfang war. Und das wollen wir nicht. Das wäre sonst extra viel Opfer. Da ist ein neues Gefängnis und wir haben nicht genug Kristalle. Wow. Was soll denn das? Was soll denn das? Gib mal Kisten oder so. Spiel. Und weniger Gegner, die geben nicht so viel. Das war... Okay. Okay, okay. Hätte schief gehen können. Ich glaube, ich will nochmal eins. Da ist noch eins. Ich glaube, ich befinde mich gerade auf der Spitze. Das heißt, ich kann mich jetzt rumbewegen und die Sachen hier kaputt machen. Was ich auch machen möchte, denn ich habe gesagt, ich habe einen liegen gelassen. Das sah gerade danach aus. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, was ich hier tue, aber ich tue es. Denn wenn ich es kann, dann muss ich es tun. Oh, ich habe so ein Gefühl, wir kriegen nicht genug Kristall hier oben. Ich brauche nämlich 200 Stück. Wobei, wobei. Wird knapp. Wird sehr knapp. Und irgendwo schon noch ein drittes Gefängnis, von dem ich keine Ahnung, wo das ist. Das wird... Das wird noch ein bisschen suchen sein. Fuck, nein. Was soll denn das? So. 150. Nur 50 Stück kommen irgendwo. Okay, wir haben einen Checkpoint und da oben ist die Stelle, wo wir hinwollen. Und wir haben uns, glaube ich, jetzt auf einen sehr komischen Weg sind wir hier hochgegangen. Das ist halt so knapp, ne? So, wir gehen von dieser Stelle hier unten. Das ist die, die wir vorher gesehen haben. Und haben das Gefängnis hier befreit. Gibt es noch mehr Kristalle? Schon eine Kiste oder so. Das kann doch nicht sein. Ja, okay, Kamerafahrt. Ich war da schon oben. Okay, da oben ist das Teil. Und ich habe gerade genug von den Dingen hier gesehen. Das müsste reichen. Zumindest für die Stelle hier oben. Gott, ein bisschen umgeschaut, wo wir hergekommen sind und wohin es geht. Ich weiß es zwar, aber okay. So, hier oben waren wir eben. Und wenn wir weiter hochgehen, finden wir noch mehr von den Kristallen. Das ist hier oben auch so ein Gefängnis, das wäre jetzt... Das wäre jetzt nervig. Aber irgendwo ist auch noch eins. Das ist das Nervige. Irgendwo muss noch eins sein. Wo ist eins? Eine Schier. Warte. Das
habe irgendwo gesehen, dass man die schlagen kann. Dann kriegt man irgendwie was. Aber keine Ahnung wie und wo und warum. Das Ding laufen wir einfach weiter. So, wir haben wieder mehr Kristalle. Und da ist wahrscheinlich das Ziel jetzt. Oh, es fehlt noch ein Gefängnis. Ist doch richtig nervig. Die ist schon richtig nervig. Vor allem, wo kann das sein? Da unten waren wir. Man sieht halt das Teil von hier. Diesen Projektor. Wobei ich glaube, die unten werden ein bisschen falsch gerendert. Sieht doch gar nicht so aus. Doch. Ich weiß nicht, wie geht's weiter hoch. Bob, what happened to the thief? I'm not quite sure, sir. When she grabbed the fuse, it triggered something. It imprinted some of its power in her arm. Well, ain't that cute. Flush her out into space and be done with it. With all due respect, sir, I think she's worth more to you alive. We could seal her power in some kind of glove and... Shut up, Bob! I've got it! If we seal her power in some kind of glove, she could become some kind of... Yeah. Very good, sir. Quite genius, indeed. I know, Bob. Make the preparation. This kitty cat is getting a new paw. Okay. Und was ist passiert? Ich weiß es halt nicht mehr. Ich glaube, wir sind wieder dort. Ja, wir werden wieder zurückgeportet. Ist natürlich schade. Phew, that was pretty impressive, buddy. Let's go talk to the elder. Wir können jetzt übrigens mit jedem hier reden und irgendwas mehr erfahren von der Lore. Da ist ein Gefängnis rum. Ach ja, stimmt, hier rum sind ja auch ganz viele Gefängnisse. Weil wir jetzt Jetpack haben, weil wir jetzt krasser unterwegs sind, können wir uns mehr umschauen. Ich rede mit ihm erstmal nicht, weil das ist nicht viel wirklich relevant. Deswegen, nee, braucht man nicht. Die Musik ist toll. Sie ist so einfach. Und davon brennen. Okay. Interessant. Ah, nein. Komme ich da überhaupt hoch, ist die Frage. Müsste eigentlich nicht so schwer sein. Yes. Perfekt. Das ist eine abgesperrte Zone. Da oben führt es wahrscheinlich auch noch zu einem Gefängnis. Und ansonsten sehe ich nichts. Ah, ich bin auch kurzsichtig. Okay, wir laufen mal zu dem Elder Guardian. Nein, nicht Elder, wie heißt der? Keine Ahnung. Well done, young one. Er heißt, glaube ich, nur Elder. This is but the beginning of your journey. To find the next piece, you must venture to the forlorn desert. Only the wise shall gain entry to the domain of the progenitors. Good luck. Ah ja, wir können uns jetzt das holen. Okay. Oh, noch eins muss ich öffnen. Ah, beim zweiten Mal muss ich wahrscheinlich 10 öffnen, um das jetzt zu kriegen. Gibt es ganz schnell eins in der Nähe? Aber hätte ich jetzt alle, hätte ich jetzt genug, um nochmal ein Herz zu kriegen. Aber nee. Ich meine mich zu erinnern, als ich damals ewig gegen gespielt habe, weil ich irgendwo eins war, da vorne scheint es. Wusste ich doch. Das Spiel hat zwei verschiedene Musiktracks ab. Wow. Hätte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollen. Was ist hier? Wir nehmen jedes einzelne mit. Denn wir brauchen sie. Was ist hier hinten? Bringt auch ein Gefängnis. Nein, ein Lagerfeuer mit Vasen, die man kaputt machen kann. Die Kristalle beinhalten. Genau die Anzahl, die wir brauchen. Okay. Und das Gefängnis. Können wir uns irgendwie schneller bewegen?
Tatsache, wenn wir das machen, aber so schnell ist es wieder noch nichts. Na, wobei. Wenn man es richtig macht, da kann man da durchaus in Geschwindigkeit gehen. So, ja, hier diese Dinger, Berge hier am Wasser, die setzen sehr tief. Und von dem Berg da oben, da wurden sie so gerendert, als wären sie voll hoch sein. Das, nee. Das darf man nicht machen. Ja, gib mir das Herz. Okay. Jetzt brauchen wir 9 verschiedene öffnen, um noch ein weiteres Herz zu kriegen. Aber wir sind jetzt besser geschützt. Moment. Ach, haben wir vielleicht letztes Mal 2 bekommen? Ich meine, hat noch einfach nur 3 Herzen, dann haben wir 6. Okay. Ich glaube, das Ding da oben, was da rumhängt, war dafür da, um das Gefängnis zu holen. Aber ich habe es auf eine andere Weise gelöst. Ja. Ich würde sagen, wir gehen in die Wüste. Ich hasse Wüsten. Das hier ist krass. Okay, wir schauen uns direkt um. Vielleicht gibt es direkt hier um die Ecke ein Gefängnis. Weil hier sind nur 10 Stück. Es müsste nicht so schwer sein, alle zu finden. Und die fliegen. Und haben keinen Textur unten. Das natürlich, ja. Ist nicht krass. Die Plattform verschwinden, okay. Ah nein, die fallen runter, oder? Ja. Das passiert, wird hier noch oft passieren. Welcome to CRT's Sandbox Funtime Land. Okay. Okay, so. Okay. Da unten ist so eine Stelle. Ich glaube, die Stelle können wir am Ende, wenn wir das hier erschaffen, sogar benutzen. Um eigentlich mich zumindest zu erinnern. Jetzt gibt es noch was. Ah, ja, da werden eine andere Fähigkeit gebrauchen. Also es gibt jetzt schon ein paar Stellen. Beziehungsweise dieselbe Fähigkeit, glaube ich. Keine andere. Ah, da machen wir den Crash Bandicoot Move hier. Weg mit euch. Und ansonsten alle tot. So. Hier gibt es nur irgendwo einen Weg nach oben. Denn da ganz oben steht Gefängnis. Das heißt, irgendwo müsste es hochgehen. Wie zum Beispiel hier. Okay. Wir sind hochgekommen. Ich glaube, das soll ich noch nicht machen. Jetzt. Ja. Okay, jetzt haben wir einen guten Überblick von hier oben. Und Gefängnis. Wie sieht es hier oben aus? Das sind ein paar Plattformen, die verschwinden und wieder auftauchen. Da oben waren wir. Das ist krasser Berg. Die Stelle können wir auch nicht verschalten. Und ansonsten. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Das wäre, glaube ich, sogar eine sehr dumme Idee, glaube ich, von mir. Einfach sonst zu springen. Oh. So. Hammer. Das ist. Vor allem mit dem Jetpack ist es eigentlich ziemlich einfach, die Stelle hier. Könnte man auch schwerer machen. Wobei, wir haben ja nur 6 Leben, also. Sollte man vielleicht nicht so viel Schaden nehmen. Ja, so. Nö. Ja, klar. Okay. So. Oh,
finden. Da läuft Schokolade runter. Das ist bestimmt kein sardinische Schokolade. Ja, ja, was auch immer jetzt auch zu reden. Okay. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wie das Ganze hier in der Wüste weitergeht. Ich habe vergessen, wie die Wüste heißt. Wüstennamen hier einsetzen. Das sehen wir im nächsten Part. Und ja. Ja. Vielleicht kriegen wir nächstes Part schon nächste Fähigkeit. Aber wie gesagt, das Spiel geht sehr schnell. Das ist halt. Ist nicht so lang. Und schade ist, aber. Okay. Bis zum nächsten Part. Alola. Ah,